Spieltag Nummer 1 in der Vorrunde. Die erste Chance, dieses Jahr in der UEFA Champions League zu glänzen. Wir freuen uns hier auf RB Leipzig gegen Club Brügge. Bei bestem Fußballwetter melden wir uns heute, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Heute Abend am Mikrofon auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Heute erwartet uns ein Gruppenspiel in der UEFA Champions League. RB Leipzig gegen Brügge. Heute beginnt der Weg in der UEFA Champions League. Beide hoffen, dass sie lange dabei sein können, dass vielleicht sogar die ganz großen Träume in Erfüllung gehen können. Es ist eine erste Standortbestimmung. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen. Erster Spieltag in der UEFA Champions League. Boucher, heute sollen die Weichen gestellt werden in Richtung Erfolg. Ja, es geht um viel. Du willst nämlich gleich erfolgreich loslegen. So sieht heute die Aufstellung der Gäste aus. Sie treten heute im 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen, das Spiel breit zu machen. Wir steigen ein in dieses Spiel am ersten Spieltag der UEFA Champions League. Er holt sich den Ball. Leipzig über außen. Die Gelegenheit. Fällt das Tor doch noch? Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut hingeächtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. Eine Riesengruppe hier in der UEFA Champions League. Sowas sieht man auch nicht alle Tage. Aber das macht eben den Reiz aus in diesem Wettbewerb, dass diese Teams so früh aufeinandertreffen können. Jetzt können sie es machen. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungsstart. Den holt er sich mit einem guten Tackling. Gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Schießt er ihn rein. Oh, das war knapp. Toller Schuss, strammer Schuss. Am Ende nicht vom Erfolg gekrönt. Danion. André Silva. Oh, da geht er volles Risiko rein mit seinem Tackling und hat alles richtig gemacht. Der Pfiff bleibt aus. Ja, abseits, richtig. Da fangen sie den Pass ab. Danion. Schönes Dribbling hier.
Silva. Da ist er, der erste Treffer in diesem Spiel. Wunderbar, wie er diesen Ball trifft. Da ist eine Menge Wucht, eine Menge Power hinter. Da hat der Keeper keine Chance. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Gutes Dribbling jetzt. Abwehr muss aufpassen. Jetzt wird's gefährlich. André Silva. Dani Olmo. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Und das ist der Doppelschlag. Sie treffen schon wieder. Das haben sie eiskalt gemacht und die Gegenspieler waren sicher auch noch nicht wieder voll da. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Geduldiger Aufbau. Aber dann werden sie zu leichtsinnig. Ballverlust. Sie können kontern. Gefährlich jetzt. Nee, da kommt keiner dran. Erstmal geklärt. Machen Sie jetzt gut. Da kommt der Versuch. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Eckball. Ecke kommt in die Mitte. Schade, Ball ist weg. Former. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Es ist eine erstklassige Ballbesitzstatistik von RB Leipzig bisher. Und das ist schon klasse, wie sie aus dieser Überlegenheit immer wieder zu guten Chancen kommen. Man führt, man ist auf dem besten Weg, den Sieg einzufahren. Gute Aktion, sie haben den Ball. Erstmal dazwischen gegangen hier. Dani Olmo. Das hätte sein zweiter Treffer sein können. Aber der Keeper ist da. Gut gehalten. Legt sich den Ball hin. Gleich kommt die Ecke rein. Gefahr bereinigt. So, was machen Sie draus? Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Ball ist weg. Kommen Sie vielleicht noch mal ran. Sie klären. Jetzt können Sie vielleicht kontern. Hier wurde auch Vorteil entschieden. Ah, das muss er besser lösen, müsste gelb geben. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's und dann geht auch die Karte in Ordnung. Alvarez Balanta. Platz für die Flanke. Legt alles rein in diesen Schuss, aber am Ende ist es dann doch nicht präzise genug. Genau so ist es. Also ich glaube, Schlenzer wäre besser gewesen. André Silva. Nee, 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 das kann man fast nicht durchgehen lassen. Jetzt gibt's die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Tolle Parade. Er verhindert das Tor. Dabei kam der Freistoß gar nicht schlecht, Wolf. Clinton Mata. Sie holen sich hier den Ball. Oh, da ist er unkonzentriert bei diesem Abschlag. Vielleicht könnte das jetzt gefährlich werden. Dani Olmo. Dani Olmo.
Wichtiges Tackling hier. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Clinton Mata. Ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt es hier zusätzlich. Kann er was draus machen? Da kommt die Hereingabe. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Zur Pause eine scheinbar beruhigende... Und jetzt geht dieses erste Gruppenspiel der UEFA Champions League weiter. Konrad Leimer. Orban. Da erobert er den Ball. Als nächstes steht die UEFA Champions League an für Leipzig. Dann geht es auswärts gegen Paris Saint-Germain. Das dürfte interessant werden. Leipzig über außen. Jetzt wird's gefährlich. Sieht gefährlich aus. Schön vom Ball getrennt. Das war eine wichtige Aktion. Sie müssen aufpassen. Orban. Kampe. Könnte eine Gelegenheit werden. Ein guter Block hier. Jetzt der Schuss. Den hält er. Jetzt ist die Gefahr vorbei. Der Torhüter hat den Ball. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Klasse gehalten, Wolf. Was für eine Glanzparade. Also das war nicht einfach. Macht er ihn. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Jetzt der Eckball. Wichtig, dass er da klärt. Hans van Acken. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Ecke in die Mitte. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Schöne Bewegung. Tja, kann er den mit dem Schlenzer machen? Ja, war mir fast so aus. War ein kräftiger Schuss, aber das war nicht die richtige Entscheidung. Sie sind nach wie vor in Rückstand und müssen jetzt alles versuchen. Es wird gewechselt, vielleicht läuft es dann ja besser. Dani Olmo. Dani Olmo. Gute Chance. Tor für Leipzig. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Former. Da ist der Schuss. Ball erstmal aus der Gefahrenzone.
Tja, Fassungslosigkeit, wo man hinschaut. Eine bessere Chance kann ich mir kaum vorstellen. Da ist der Ball jetzt weg. André Silva. Oh, da geht er vorbei. Er kann abwehren. Ecke wird kurz ausgeführt. Ball kommt in die Mitte. Kein Problem für den Torhüter. Bastos. Schön gehalten, aber Ball weiter im Spiel. Das war sie, die Riesenchance, aber wir sehen's, kein Tor. Ja, das kann dem Trainer nicht schmecken. Letztlich gibt es also den Freistoß doch noch, da hatte sie zuerst auf Vorteil entschieden. Wichtige Aktion. Dani Olmo. Das ist heute sein Spiel. Er macht sein drittes Tor. Klasse. Das dritte Tor. Da ist es nochmal. Und wir sehen hier ganz deutlich, gegen ihn finden sie kein Mittel. Der macht, was er will. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Dani Olmo. Gute Chance für Dani Olmo. Erstmal geblockt. Und jetzt wollen sie wechseln. Die Ecke kommt rein. Torgefahr sieht anders aus. Das war nix. Kein guter Kopfball. Aus der Szene müssen sie mehr machen. Former. Dost. Mit etwas weniger Power geht er rein. Sah mir ganz genauso aus, Wolf. Er versucht es mit ganz viel Kraft, aber nicht drin, das Ding. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. 2 Minuten werden nachgespielt. Und da zeigt er vollen Einsatz mit Erfolg. Er hat den Ball. Former. Gefährlich. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose. So, das war's für heute. Schlusspfiff. Sie holen sich also den Sieg an Spieltag 1. Und ich glaube, mit dieser Leistung können Sie...